Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play mit Lea, dem Mordors Schatten. So, wir sammeln jetzt mal ein paar Artefakte auf, damit wir die auch mal gesammelt haben. Denn ich befürchte, dass wir nicht mehr lange hier bleiben werden. Informationen sammeln. Nehmen wir gleich Informationen über den hier. Krosch der Schmutzige. Status schwelgt in der Überlegenheit der Uruks. Okay. Ja, den zeige ich mal die Überlegenheit. Demnächst. So. Ah, hier. Was haben wir denn dieses Mal? 50 Mirian erstmal. Hörnerhelm. Okay. Sieht cool aus. Ah, hier. Ihr habt mich in eure Heime und in eure Lieben gelassen. Und nun übertragt ihr mir die größte nur denkbare Ehre. Obwohl ich vom Schwarzen Tor komme, obwohl ich euch einst als Feind bekannt war, wende ich Gondor den Rücken zu. Ihr, Ausgestoßene, wie ihr genannt werdet, seid ein Volk voll Ehre, voll Stärke. Ich habe in eurem Stamm meine Liebe gefunden. Aber ich habe auch die Liebe für euren Stamm entdeckt. Und ihr habt mich ein Leben gelehrt, nach dem ich mich gesehnt hatte, aber von dem ich nicht wusste, dass es existiert. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich euch etwas lehre. Ich werde euch mein gesamtes Kriegswissen beibringen. Die Orks bedrängen uns, aber wir werden die Stärke finden, sie zurückzudrängen. Und dieses Land wird uns gehören. Jo, klingt auch wieder nach Hirgon. Okay. Hier wieder raus. So, dann hier das. Die Information könnten wir uns auch noch holen. Mal sehen. Wenn wir einander hätten vertrauen können, hätte Hirgon uns vielleicht nicht verlassen müssen. Vielleicht wären wir gemeinsam auf die Rücke. Ja, du hättest ruhig ausreden können. Boah, jetzt hat er wieder nicht ausgeredet. Ja, das checkt er natürlich nicht. Nein! Oh, jetzt hätte ich ihn fast abgestochen. Boah. Fast abgestochen, den Typen. Malmuk. Der Rabe. Meint, dass er viel mehr Respekt verdient hätte. Ja, das glaube ich weniger. So, schon haben wir das gebrauchen können. Die Fokuseinheit, die wir mehr bekommen haben. So, jetzt will ich das Isildin sammeln. Ah, hier. Das war ja leicht. Trileich. Okay. So, wo begeben wir uns jetzt hin? Zu dem Artefakt. Oh, da komme ich wieder nicht rauf. Erst hier. Der Waldläufer. Ja, tschüss. Ja, holt euer scheiß Signalfeuer. Spring runter, Mann. Blöd, Mann. Östliche Garnison, Festung, Signal. Oh. Soll ich jetzt Angst bekommen? Okay, was haben wir denn hier für ein Artefakt? Schaufelrad. Okay. Ah, da. Da haben wir es ja schon. Hier, das habe ich in Udun gefunden. Was ist das? Sie haben diese Maschinen gebaut. Sie wühlen in Udun die Erde auf. Die Maschine zieht Furchen in das Land, in denen die Sklaven nach Schätzen wühlen. Ton und Schlamm geht an die Brennöfen. Metall geht an die Schmieden. Alles, was sie gebrauchen können, das nehmen sie. Wenn sie alte Waffen oder Rüstungen finden, geben sie es den Urukai, den großen Kerlen. Was sie damit tun, das weiß ich nicht.
Sie planen etwas, so viel weiß ich. Wir müssen wissen, was in Mordor geschieht. Wir haben viele Augen dort, doch deine sind besonders scharf. Du dienst uns gut. Kehre zurück und berichte, was du siehst. Der Rat darf nicht erfahren, was du tust. Lass dich nicht ergreifen. Klingt schon wieder nach so ein paar Verrätern. Okay. Lauter so hinterhältige Schweine. So, wo geht's denn jetzt hin? Hier haben wir noch ein paar Runen liegen lassen, oder? Tatsächlich. Müssen wir uns auch noch holen. Jetzt laufen wir mal hier hin. Über Jahre standen wir auf dem schwarzen Tor und sahen nach Mordor. Doch wir sahen nichts. Wir haben geschlafen. Der mörderische Rhythmus der Kriegsmaschinerie des dunklen Herrschers wird uns alle erwecken. Wir müssen sie zerschlagen. Ja, das sind wir ja gerade dabei, nicht? Aber gut. Okay. So, hier. Ah. Todesschütze. Töte Schützen, um Orthog gleichen Häcksler herzulocken. Belohnung 70p. Besiege die Leibwächter des Häuptlings, bevor du dich ihm stellst. Annehmen. Das probieren wir doch mal aus. Unser Feind hat überall Augen. Reiß sie raus. Alles klar. Speere sind offensichtlich die besten Waffen. Reichweite und Schärfe. Mehr braucht man nicht. Oh, das sind zu viele. Wie muss ich mir anders snappen? Snappen. Alter, geh doch rum, Mann. Bescheuerter Typ. Alter, bist du doof. Komm mal her, hier. Was war das für ein Geräusch? Es war kein Geräusch. Es war eine Stimme, du Penner. Jawohl. So, jetzt hier nach oben. Und zack. Adieu. Du armseliger Kleiner. Okay, was haben wir hier so? Jawohl. Nächste Tod. Das ist auch immer wieder geil. Oh, ein Berserker. Na komm, dann stirb doch mal. Und Platz. Jo, da fliegt die Axt. Na, viel hat er nicht ausgehalten. Ich hasse es. Muss ich mal so sagen. Aber weißt du, was ich noch mehr hasse? Dass ich meinen Kuchen. Ich sie wieder einfangen muss. Ja, das hat der andere nicht gecheckt. Beziehungsweise dem war es egal. Ist ja auch cool. Das Blut vom letzten Kampf. So. Der erzählt nichts mehr. So. Ach, ist das geil. So. Jetzt aber. Jetzt müssen wir hier noch ein paar so Typen töten. Und wenn wir sie kreischen hören, wissen wir, dass da Kohle drin sind. Okay, hierauf. Und zack. Der nächste down. So. Der down. Jetzt brauchen wir noch einen. Und wo ist der? Ach, da unten. Tatsächlich, das ist es. Jetzt war mein Bild wieder kurz schwarz. Was ist das denn?
Orsok, Orsok. Okay. Er hat seinen letzten Atemzug. Uschgol. Uschgol Hitzkopf. Anfällig für Kampftodesstöße, anfällig für Schleichtodesstöße, anfällig gegen berittenen Bestien. Aber er hasst Garagor. Ortok. Okay, über den weiß ich nichts. Zatra. Über den weiß ich leider auch nichts, schade. Gut, bei dem einen können wir einen Schleichtodesstoß machen. Irgendetwas an ihm lässt selbst den tapfersten aller Uruk vor Grauen aus dem Kampf fliehen. Ich sehe schon Gespenster. Dabei wollte ich doch meine Klinge ausprobieren. Da drüben hat sich etwas bewegt. Komm, beweg dich mal her hier. Komm schon. Ich muss meine Speerkünste trainieren, indem ich meinen Speer auf etwas werfe, das blutet. Ach, der kommt nicht her, der Typ. Was soll das denn für eine Scheiße? Bleiben immer zusammen, die Pussys. Was für eine Zeitverschwendung. Ja, dann kommt doch her. Wahrscheinlich nur Ratten. Zurück an die Arbeit. So, den hole ich mir jetzt. So, der Erste. Will ich auch gar nicht. Menschendreck! Denn du stirbst jetzt so. Du und diese Maden von Sklaven haben das Monument zerstört, oder? Deine aufgespießte Leiche wird dem Turm einiges wert sein. Das will ich sehen. Nichts gibt's hier. Hoppla. Geh und zünde das achte Signalfeuer. Niemals. Das ist genau das Ding. Versuch ein neuer Fehltritt. Menschen. Ah, komm, geh mir nicht auf die Eier. Da fehlt noch eine Leiche. Deine. Ja, komm. Auch hin. Hier ist nichts. So. Nein, so nicht. Ich komme ein andermal zurück. So. Und dann wird dir das noch sehr leid tun. Okay, jetzt lässt du deinen Boss im Stich, oder was? Nee. Nicht so. So nicht. Wie er fällt. Wie geil. Jo. Bam, schöne Zeitlupe. Und bam, Bitch Slap. Zack, 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 zack. Und jawohl. Aha. So lege ich dich also nicht rein. Okay. Ja, dann. Leb wohl. Heftig. Okay, der ist gestorben. Sehr schön. So, wieder ein paar neue Runen. Oh, was ich für einen richtigen Kampf geben würde. Ein Schwert. Okay, hier haben wir auch noch eine Rune. Da bin ich wohl auch nicht dazu gekommen, die mitzunehmen. Achso, das war ja von dem Typen gerade. Jo, dankeschön. Die Wölfin muss sterben. Sie ist viel zu hart. Komm mal her hier. Ich mache dich fertig. Ich mach dich fertig. Du Wichser. So. Jetzt haben wir nur noch den hier. Okay. Gimub der Mickrige. Neues Ziel. Und adios.
Okay. Blutbad. Verwüste die Festung. Okay. Was ist das hier? Freigesetzt. Zwinge Snagok, der Schändliche, zum Handeln, indem du seine Bestie freilässt. Okay, Tipp, besiege die Leibwächter des Häuptlings, bevor du dich ihm stellst. Wow. Könnten wir ja machen. Kann ich hier schnell reisen? Ja, kann ich. Schnell reisen. Ja, 15 Minuten dauert die Folge erst. Da haben wir noch Zeit. Oh. Nee, durch die Festung möchte ich jetzt nicht unbedingt laufen. Oh. Eins gegen eins. Jo, eins gegen eins. So sehe ich das auch. Lol. Ja, der andere läuft weg, oder wie? Die Tapferkeit der Menschen. Oh shit. Nein, 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 nein. Alter, das sind ein paar viele. Oh shit. Flieh vor mir, wenn du kannst. Aber meinen Klauen entkommst du nicht. Ich ramme sie in dich und töte dich. Dein Ende naht. Okay. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Nummer eins. Nummer zwei. Nein, nicht darüber. Nicht darüber! Spring rauf! Blödmann. Nee, den nicht. Den hier. So. Halt still! Nein, das ist Kacke. Nein, das ist doch beschissen. Jawohl. Ich kann dich den ganzen... Ja, den wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Los. Schneidet ihn in Stücke. Oh. Ja, das war jetzt recht überraschend. Aber cool. Das war jetzt super. I like it. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ja, jetzt weiß ich eigentlich so ziemlich alles. Ne, ich weiß ja schon alles. Den hier. Neue Informationen erhalten. Anfällig für Kampftodesstöße, Schleichtürstöße, unbeholfen. Ja. Also eine richtige Pussy, würde ich mal sagen. Jetzt holen wir das Artefakt noch. Artefakt, Artefakt, Artefakt. Wo ist es denn? Hier. Schön. Aufsammeln. Belohnung 50 Mirian. Lesefibel eines Faltläufers. Oh, hier. Sprich es ruhig aus. Fëanor. Fëanor. Warum zwingst du mich dazu, Hirgon? Daran bist nur du allein schuld. Du hast mich angefleht, dir die Wörter in meinen Büchern beizubringen. Das bereue ich jetzt. Welchen Nutzen hat die Schrift hier in Mordor? Hier, sieh dir das an. Eine Nachricht für dich. Meine Liebste. Sei mein Leib? Versuch es noch einmal. Kalb? Oder Weib? Weib? Ja, Hirgon. Ich bin dein. Sei mein Weib. Ja, wahnsinnig romantisch und so. Aber so war das wohl damals.
Sei mein Weib. Wir gaben den Ausgestoßenen die Möglichkeit, Mordor zu verlassen und das sichere Gondor zu erreichen. Und wir können den Blick unseres Feindes auf uns lenken. Solange sein Blick auf uns gerichtet bleibt, können wir Zeit für Mittelerde gewinnen. Jo, freigesetzt. Annehmen. So. Die Hybris kommt in gezähmter Gestalt. Befreie die Karagor des Häuptlings und offenbare seine Torheit. Okay. Hab gehört, wer den Grabwandler tötet, wird sofort zum Häuptling befördert. Azdush. Der Flüsterer. Anfällig für Schleichtodesstöße, er leidet Schaden durch den durch Kampftodesstöße. Okay. Ja, das klingt gut. Aber jetzt machen wir das hier mal so ein bisschen sneaky peeky. Holen uns den Typ da oben runter. Ja, genau, weil ich Grog saufe, du Spasti. Erstmal aufregen. Ja, komm, lass los. Okay. Jetzt hier rüber. Da drauf. Siehst du den Karagor? Ich werde an ihm das Kämpfen üben. Okay, das ist dann wohl der Karagor. Ja, ein Karagor! Du Wurm! Fang den Karagor! Öffne die Käfige. Das sind mehrere. Ist der nächste? Da hinten. Ja, da muss ich ja ein ganzes Stück laufen. Ja, es ist ein Waldläufer. Oh, hier haben wir noch irgendwo ein Artefakt. Das nehmen wir gleich mal mit. Wenn wir schon mal vor Ort sind. Zerfledderte Botschaft. Was steht denn in dieser Botschaft? Mein liebster Hirgon, ich verstecke mich außerhalb des Lagers und bete, dass sie mich nicht entdecken. Sie versklaven jeden, den sie finden. Wenn du doch nur hier wärst. Aber ich weiß, dass du die Uruks bekämpfen musst. Sonst hat niemand von uns eine Chance, je frei zu sein. Ich fürchte, ich werde dich niemals wiedersehen. Ich weiß nicht, wie lange ich überleben kann, wenn sie mich finden. Deine dich liebende Ehefrau, Aaron. Achso, die haben wir ja hier befreit. Oder? War das hier? Ach, keine Ahnung. Ist schon zu lange her. Die Isenmünde hielten ihre Gefangenen in einem eisernen Griff. Der dunkle Herrscher, ganz gleich in welcher Gestalt, strebt nach Herrschaft. Snaggok, der Schändliche. Du bist dran. Furcht für Karagor. Was ein Spasti. Hey, warte mal. Bleib doch hier. Kleine Pussy. Komm, bleib hier. So. Brauch ein paar Infos von dir. Auch wenn du wahrscheinlich nichts mehr für mich hast. Nee. Ach, da ist schon wieder einer aufgestiegen. Ah. Marku Knochenbrecher. Aber über den wissen wir scheinbar auch schon alles, ja. Bringt uns das hier nichts. Wiedersehen. Jawohl. Ach, das war ein Häuptling. Ja, geil. Ja, der steht ja jetzt vor uns, ne? Oder ist der schon wieder weg? Ne. Da unten. Da unten ist er. Den hole ich mir als nächstes. Ich fühle es in den Knochen. Jemand schleicht hier herum. Und wenn es der Waldläufer ist, dann bekommen wir wenigstens. Was war das denn?
Aus dem Wege, Penner. Hier haben wir noch ein paar Runen. So, hier noch eine Rune. Verpiss dich. Boah, nimm dir doch die scheiß Rune. Verdammte Kacke. Lol. Ja, komm, jetzt lauf. So, jetzt den hier. Na komm, lass mich doch in Ruhe. Wo ist der jetzt denn hin? Was war das? Grabwandler! Sehr schlecht! Kein gutes Exemplar! Du wirst nichts für meine Arena! Aber du für meine. Hörst du mich taten? Ich bin hier! Ja, den wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber okay. Ja, Mann, warum reagiert ihr denn nicht mehr? Boah, gerade so. Ja, das sind mir ein bisschen zu viele hier, würde ich mal sagen. Ach du Scheiße, da kommen ja immer mehr. Shit. Schnell, 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 schnell. Beeil dich. Beeil dich, Talion. Danke. Schleicht da jemand so. Umher? Es ist der Tag. Blutet ihn aus. Und ich hab mir den guten Kampf erhofft. Ja, nee, mit mir heute nicht mehr. Jawohl. Lol. Das war ein Boss. Wie geil ist das denn? Den wollte ich jetzt eigentlich nur aus dem Weg räumen. Ist das geil? Dabei habe ich doch so eine Scheiße. Hättest du mal weniger Grog getrunken und aufgewacht, wohin du läufst. Bleibt wachsam! Ich könnte zurückkommen. Hast du das gehört? Ich auch schon. Gemeuchelt? Aber doch von. So, das war's aber dann jetzt mit dieser Folge. Wir sind schon wieder auf 27 Minuten oder 28 Minuten schon. Und vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.